Hallo zusammen, ich habe hier unseren Wohnmobilkühlschrank. Das ist aber ein Haushaltskühlschrank, den wir revidiert haben. Wir haben unten einen Tiefkühler, drei Auszüge und oben einen Kühlschrank. Und wir haben Türverschluss, Standard, also das heißt, der bleibt zu, der hält. Wir haben, weil das Gerät aber nur original eine Breite hat von 500 mm und die Normmaße der Absorberkühlschränke sind ja 525, haben wir hier draußen Rahmen. Erstens brauchen wir diesen Rahmen, um hier die Türverschlüsse zu fixieren. Und ihr seht, dass das Scharnier, der Rahmen ist hier so. Und wenn ich die Türe aufmache, kommt die beim normalen Kühlschrank über das Profil raus. Und wenn ich zumache, ist es wieder drin. Aber mit diesem Rahmen bleibt das im Öffnungsbereich drin. Ja, weil wir jetzt diesen Rahmen haben, haben wir hier natürlich auch Platz für eine zusätzliche Isolation. Ist noch nicht alles gemacht, sondern nur ein Teil. Hier habe ich eine Armaflex-Isolation zusätzlich drauf. Dann ist die Option, der ist jetzt nicht angeschlossen, ein Digitalthermostat. Standard ist der Kühlschrank mit einem mechanischen Thermostaten hier oben. Und jetzt haben wir zwei verschiedene Modelle. Ihr seht vom Preis her, ich habe die Light-Version, also die Sparversion, da ist kein Einbaurahmen, kein Digitalthermostat, keine Zusatzisolation, keine Türverriegelung. Aber umgebaut auf 12 Volt und einen zusätzlichen Kondensator hinten drin, dass wir den Kühlschrank einpacken können, was bei einem normalen Standardkühlaggregat oder Kühlschrank gar nicht geht, den dürft ihr nicht einbauen. Ja, und dann habe ich die normale Version mit dem Einbaurahmen, mit dem Digitalthermostat, mit den Türverschlüssen. Ja gut, jetzt ist einer Schreinermeister und sagt, so ein Profil hier aus edlem, keine Ahnung was für Holz, das mache ich mir selber. Die Türverschlüsse brauche ich nicht, weil ich habe ein großes Wohnmobil. Digitalthermostat brauche ich auch nicht. Gäbe es als Option zum Light, kostet 120 Franken. Dann habt ihr einen vernünftigen Kühlschrank. Erstens mit einer Selbstabtauung im Kühlschrank. Normaler Kühlschrank, den wir finden, ich rede mal von der Matic oder wie sie alle heißen, die haben keine Selbstabtauung. Das heißt, das Eisfach friert zu, weil das ist immer unter Null und das friert. Wir haben da hier das gleiche Problem auch. Dieser Tiefkühler, der friert zu, den muss man mal irgendwann abtauen. Aber der Kühlschrank, der kühlt runter, bis er eine Temperatur erreicht von minus 10 Grad an der Rückwand und dann wird er erwärmt auf plus 5 Grad. Und wenn er sich erwärmt auf plus 5 Grad, dann taut er automatisch ab. Das Wasser geht weg, geht runter zur Kühlmaschine auf eine Tropfschale und in dieser Tropfschale wird das Wasser wieder verdunstet und wegtransportiert. Der Tiefkühler ist nicht so schlimm vom Vereisen, weil wenn die Türe zu ist, kommt ja auch kein Wasserdampf in den Kühlschrank rein, sondern der friert nur, wenn ich ihn immer auf und zu mache. Einen Kühlschrank mache ich viel öfters auf und zu wie ein Tiefkühler. Aus diesem Grund habe ich im Kühlschrank oder so eine Kombination oben Kühlfach oder Eisfach oder der durchgehend ist mit einer Kühlmaschine, die ein Element drin hat, dann habe ich da permanentes Vereisen. Also wenn ihr zwei oder drei oder vier Wochen unterwegs sind, wird das Ding in zwei Wochen vereisen. Das hängt auch darauf an, wie hoch ist die Außentemperatur, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit und vor allem die Vegetarier, das ist eine Katastrophe. Was machen die? Die fressen nur Gemüse.
Bei Fleisch ist es nicht so schlimm. Wenn ich hier viel Gemüse drin habe, Gemüse ist Wasser, Gemüsehändler ist ein Wasserhändler, dann dampft das Gemüse aus und das Wasser sammelt sich am Kühlelement. Hier geht es runter, weg. Beim normalen Kühlschrank, so mit Eisfach, wird das immer zugefrieren. Wir sehen jetzt den Kühlschrank hier von hinten. Und ihr seht, hier ist ein BD35K drauf, also das ist mit R600, also natürlichem Kältemittel. Oben seht ihr diese Tropfschale mit dem Schlauch, wo das Wasser vom Verdampfen runterkommt. Und hier hinten sitzt ein Lüfter und dahinter ein Wärmetauscher. Und der kann hier unten im Luftspalt die Luft anziehen und hier hinten wegblasen und wegtransportieren. Also wir fördern die ganze Kälte, die wir produzieren. Also Kälte produzieren wir nicht, sondern im Kühlschrank wird es weniger warm und dann wird das wegtransportiert. Ja, das ist eine Alternative zum Absorberkühlschrank. Bestehen aus einem Haushaltskühlschrank umgebaut. Energieklasse, wisst ihr, haben wir nicht. Im neuen Katalog 2022, den verlinke ich euch unten drin, findet ihr hier diesen Kühlschrank in den zwei Versionen, beziehungsweise links und rechts gebandet. Seite 43, auch die technischen Daten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine Mail, info@wemo.ch. Hier mache ich euch einen weiteren Link, einen Solarkühlschrank. Das ist ein freistehendes Gerät, 200 Liter Inhalt, kann man hinstellen, läuft auf 12 Volt, ist genau gleich aufgebaut, also fast gleich, aber eben nur freistehend. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.